Grüß Gott, liebe Spray-TV-Zuschauer, am heutigen Sonntagabend darf ich Sie recht herzlich hier bei unserer Spray-TV-Übertragung begrüßen zum Spiel des zweiten Spieltags der Eishockey-Bayernliga. Meier kann die Scheibe nicht drin halten, und schon geht es in die andere. Götzing hat jetzt Platz hier in der Mitte, wird aber noch abgefangen. Meier mit dem Pass auf Hörndl, der ist jetzt alleine durch und macht das 1:0 für die Eishackler. In der zweiten Spielminute der tolle Pass von Elias Meier auf Valentin Hörndl, der schneller als die Verteidigung. Dann lässt der Jenny Haas noch aussteigen und erzielt die 1:0 Führung für den TSV Peißenberg. Maxi Brauer mit dem Bulli gewinnt, der schnelle Abschluss. Max Wilberger ist es, der das 2:0 erzielt in der 13. Spielminute. Das ging so schnell. Hier die Wiederholung. Brauer gewinnt noch das Bulli. Das ist Wilberger, der einfach mal drauf fällt und genau das lange Eck trifft. Auch die ist weg. Jetzt haben die Kempner die Chance hier in Unterzahl. Oppenberger mit dem Pass vors Tor. Und dann ist er drin. 16. Spielminute. Können sich hier im Vorcheck schön die Scheibe erobern. Oppenberger mit dem Pass auf Rukajärvi. Und der nimmt sich den Platz, nimmt sich die Zeit, schaut sich sehr klaus und buxiert die Scheibe mit der Rückhand ins Tor. Geißmann können sich jetzt mal befreien. André versucht hier etwas Zeit von der Uhr zu nehmen, sucht den Pass! Und da ist die Scheibe drin, das zweite Unterzahltor an diesem Abend. Diesmal für die Eishackler. Das war Maxi Malzatzki, der die Scheibe hier noch ins Tor abgelenkt hat. Das ging überraschend schnell. Der Pass der Panther-Verteidiger in der Mitte bei den Kempnern. Der Pass von André in die Mitte. Malzatzki hält den Schläger rein und dann steht es 3:1. Götzinger und Oppenberger behindern sich hier etwas gegenseitig. Aber sie können die Scheibe behalten. Oppenberger mit dem Pass vor das Tor. Schäffer mit dem Nachschuss und da steht es 3:2, aber etwas umstritten das Ganze, weil ich meine, dass ich hier, bevor die Scheibe über der Linie war, einen Pfiff gehört hätte. Aber jetzt nochmal hier die Wiederholung, der Schuss, der Nachschuss, dann ist die Scheibe drin. Aber die Beschwerden der Peißenberger nicht zu Unrecht, weil auch ich meine, dass vor dem eigentlichen Torschuss ein Pfiff zu hören war. Weil auch vorher vom Kommentatorenplatz aus, meiner Meinung nach, bevor die Scheibe im Tor war, war das Spiel schon unterbrochen. Aber Singer kommt von der Strafbank, das Tor zählt also, es steht 3:2. Hermann gewinnt das Bulli. Wieder der verdeckte Schuss und diesmal hat er nichts gesehen. Diesmal war der Verkehr vorm Tor da und es steht in der 31. Spielminute 3:3. So schnell kann es gehen, so einfach kann es gehen. Das Bulli gewonnen. Scheibe bleibt drin, Lot macht die blaue Linie zu. Auch hier wieder versucht es von der blauen Linie. Und da ist die Scheibe drin! Wieder ist es die dritte Reihe des TSV Peißenberg, die hier am heutigen Abend trifft. Und wieder ist es der Nachschuss, wieder ist es der Schuss von der blauen Linie, der verdeckt ist. Kempten jetzt nochmal. Mit der Möglichkeit, sich hier im Peißenberger Drittel festzusetzen. Der Querpass auf Maaßen. Und dann ist die Scheibe drin, von hinterm Tor springt sie rein. Erst Maaßen noch mit der Chance aufs lange Eck, da war Sertl noch da. Dann probiert er es einfach nochmal. Hier nochmal der Schuss, der trifft das Außengestänge. Und dann chippt er die Scheibe einfach nochmal rein und dann rutscht die Scheibe Corbinian Sertl durch. 20 Sekunden noch auf der Uhr. Malzatzki bringt die Scheibe nochmal rein. Oh, da war sehr gefährlich, das ist der Nachschuss. Haas mit dem Save. Dass dieser Chip von Malzatzki so gefährlich wird. Die Scheibe landet auf dem Torfeld runter, dann ist der Nachschuss da. Aber da ist dann Haas mit einem ganz tollen Save zur Stelle und hält das Unentschieden fest. Nochmal die Schuss. Madis, die Scheibe ist drin, aber wahrscheinlich nach der Zeit. Die Scheibe wahrscheinlich nach der Schlusssirene über der Linie. Der Schiedsrichter hat es gleich angezeigt. Hier nochmal die Wiederholung.
Meier schießt aufs Tor, die rutscht durch und da sieht man es in der Wiederholung ganz genau, die Anzeigetafel mit auf dem Bild. Die Scheibe rutscht nach dem Abpfiff über die Linie. So bleibt es beim 4:4 nach 60 gespielten Minuten. Malzatzki nochmal, der legt ab auf Hörndl. Jetzt spielen sie hier ein bisschen um die drei Mann der Kempner. Hörndl nimmt Maß und schießt und macht das Golden Goal. 2 Minuten vor Schluss der Verlängerung. Valentin Hörndl nimmt Maß und setzt diese Scheibe millimetergenau unter die Querlatte des Tores von Jennifer Haas. Und so steht es nach 63 Minuten 5:4 für die Eishackler. Die gewinnen hier diesen Krimi gegen den ESC Kempten nach 63 Minuten. Wow!